Ja, herzlich willkommen im neuen Jahr, liebe Wiebke. Vielen Dank, dir auch alles Liebe und ein ganz erfülltes neues Jahr für dich. Dankeschön. Und dann will ich doch auch gleich für alle das mal eben hier reinhalten. Mein gesundes Feuerwerk, Sehr Corona schön. passend. Ja, ich mache immer so Live-Malkurse und da war das so eine Anregung und dachte ich, ja, nett, dann schicke ich das quasi als virtuelle Karte rum und gut ist. Super. Sehr schön. Ja, wie geht's dir? Ja. Was hast du heute schon gemacht? Oh, ich habe heute so einen Konzeptionstag gemacht, habe mich nochmal so ein bisschen beschäftigt mit Dingen, die ich auf meiner Website ändern möchte, Ach, sehr schön. Seminare, die ich zusätzlich noch anbieten möchte zu meinen Input-Tools online. Also ein sehr kreativer Tag, der wahnsinnig schnell vorbei war. Also ich musste mich richtig schnell bereit machen, um jetzt pünktlich hier zu sein. Ja, sehr schön. Und wie war es bei dir? Ja, also ich gehe erst mal kurz auf das ein, was du gesagt hast, weil ich mache ja immer eine sehr ausführliche Jahresrückschau, Jahresplanung, bin ich auch noch nicht fertig. Das finde ich immer total toll, ne? Und auch sehr wichtig, aber es macht mir auch wirklich Freude. Und dazu biete ich ja auch ein Online-Seminar an, ein dreitägiges, ne? Und letztes Jahr lief das gar nicht, also hatte ich eine Teilnehmerin. Ja, und gerade kam schon wieder eine Anmeldung. Also jetzt, ne, ich mache es ja eh nur mit 10. Bisher habe ich es nur mit 5 gemacht. Diesmal mache ich es mit 10. Jetzt habe ich schon 7 Anmeldungen und Oh, bis heute super. Nachmittag können die sich noch anmelden. Da freue ich mich. Das ist nächste Woche, ne, Montag bis Freitag. Ja, und heute hatte ich tatsächlich schon was ganz Aufregendes, nämlich ich mache ja regelmäßig auch Workshops für irgendwelche, ne, Berufsverbände und sonst wie Kongresse. Und so auch immer wieder diesen sogenannten Gabal-Web-Talk. Bei mir ist es halt kein Web-Talk, sondern ein Workshop. Und bisher hatte ich immer so allgemein kreative Webinarmethoden, dachte ich so, jetzt mache ich das mal immer konzentrierter, also nehme immer einen Bereich raus und heute war kreative Einstiegsmethoden. Und voriges Jahr noch hatte die Erna nämlich gefragt, hör mal, probierst du es mal im Januar, da hatten wir schon mal Seminare absagen müssen oder solche Web-Talks, weil da nicht genug Anmeldungen kommen, die Leute sind im Januar noch gar nicht so, ne, bereit. Da habe ich gesagt, ja, probieren wir mal und zack, war letztes Mal über 90 Anmeldungen, ja, und heute waren 140 Anmeldungen, es konnten überhaupt nur 100 teilnehmen, aber das fand ich natürlich schon mal großartig. Bin nichtsdestotrotz jedes Mal vorher wieder nervös, obwohl ich das jetzt so lange mache. Aber es war wieder total klasse. Ich habe sehr schöne Feedbacks gekriegt, aber das Schärfste, das muss ich jetzt einfach sagen, das habe ich auch bei Facebook eben eingestellt. Ich bin dann johlend und kichernd da raus. Da blieben noch welche am Ende. Dachte ich auch, ich warte mal ab, wenn einer noch was reden will. Da waren zwei ältere Herren, den einen kenne ich, den anderen nicht. So, die waren beide noch älter als ich, fand ich schon mal toll. Und der eine, ne, haben wir irgendwie erzählt und auch kaputte Schulter. Und dann endete es mit, ne, haben wir uns gegenseitig Tipps gegeben, wie wir unsere Arme und unsere Schultern wieder hinkriegen. Und dann sagte er, ja, hätte mal irgendwie ein Zitat gehört, ich turne bis zur Urne. Ist das nicht großartig? Das ist sehr schön. Also Da ich habe hätte ich gerne ein T-Shirt von. Boden gedacht, das ist eine gute Idee. Aber weißt du, sowas rettet mir schon den Tag. Das finde ich so toll. Ja, Ja, super. gut, das zu heute. So, dann hast du ja echt schon ein strammes Programm hinter dir. Jo, ja, Aber die ganze Woche schon nach zum dem Lampenfieber muss ich Urlaub. sagen, das muss man einfach haben, finde ich. Was musst Egal du wie dann? oft. Lampenfieber, ich finde, das gehört einfach dazu. Ja, gut. Ja. Ja, jetzt musst du mich fragen, was hast du mir heute. Ja, Samja, was hast du denn heute für unseren ersten Spielen ins Wochenende Termin mitgebracht? Die Leipziger Messe. Oh, die Leipziger Messe. So, da habe ich schon lange immer überlegt, kann man es online machen, kann man es nicht, wie macht man es anders? Ich sage mal kurz was dazu. Also in Präsenzseminaren geht es so, dass man eben im Kreis sitzt und dass die Reihe um, ne? Also ich fange immer mit einer Sache an. Und dann geht das rein, dann hat jeder das im Grunde wiederholt. Und dann kam die zweite, dann hat jeder. Das heißt, es dauerte ziemlich lang. Ich habe immer so gelacht, mir tat nachher irre immer der Hinterkopf, wie irgendwie, wenn da so bestimmte Muskeln Das kenne ich total. Mal hier. So, und das mit den Runden, also erstmal zu zweit sowieso nicht, aber auch mit mehreren, denke ich,
Online wird man es besser anders machen, und zwar genauso, wie ich es jetzt mit dir zu zweit probiere. Mir rutscht hier immer nur mein Stichwortheftchen runter. Warte mal, da lege ich jetzt mal das. Okay. Ja, ich habe jetzt nämlich Varianten davon irgendwie bei diesem Berliner Online-Trainer-Kongress kennengelernt. Die nennen das alle Baumarkt, und da gibt es nur zwei Sachen. Da dachte ich, ach, das ist doch wie die Leipziger Messe. Gucke ich doch nochmal, wie das ging, ne? Weil das ist alles schon was her. Also, das geht immer so. Ich sage dann immer, ich war gestern auf der Leipziger Messe, und dann sagst du, und hast du mir was mitgebracht? Und dann sage ich ja und nenne einen Gegenstand und mache damit gleichzeitig eine Bewegung. So, und dann würdest du, ne, bei dieser Runde dich an deinen nächsten Nachbarn wenden und sagen, ich war gestern auf der Leipziger Messe, und dann machst du die Bewegung. So, und dann geht das so rum. Ich schlage vor, ich sage dir das und mach das, und dann wiederholst du es einfach direkt und ne, machst dann die Bewegung, sagst das Wort auch dazu. Als würdest du es jemand anderen sagen, sagst es einfach mir, und dann sage ich einfach, und ich war nochmal, ne, und dann kommt das nächste. So, und die Oha, kommt dann hoffentlich kann ich alles das jetzt zusammen. kapieren. Du musst immer nur sagen, hast mir was mitgebracht. Okay. Und dann Geil. sagen und nachmachen, was ich mache. Und es Okay. kommt einfach immer mehr zusammen. Und noch eine zweite Vorweg Erklärung. Ich wollte ja mal gucken, ob da irgendjemand live ist. Ja, hallo Sieglinde. Hallo, Silinde. Und das Zweite ist, ich glaube, die haben bei diesem Baumarkt eben nur zwei Sachen, weil die anderen Sachen sieht man zum Teil nicht, aber das ist egal. Es ist wieder so eine Konzentrationssache. Also sitzt du eigentlich? Da müsstest du nämlich Nee, sitzen. ich stehe. Ja, aber die Übung geht, ja, dann musst du völlig variieren. Gut, aber Okay. das traue ich dir zu, aus dem Stand. Aus dem Also, wir Stand. fangen einfach mal an. Okay. Ich war gestern auf der Leipziger Messe. Oh, und hast du mir was mitgebracht? Ja, eine Säge. Und jetzt sagst du auch, ach, eine Säge. Mach. Eine Säge. Ja, super. Ich habe den anderen Arm. Es wäre hilfreich, glaube ich. Siehst du jetzt das auch? Hast du auch die rechte Hand jetzt? Ja. Ja, okay. Ja, und ich war noch mal auf der Leipziger Messe. Oh, und hast du mir noch was mitgebracht? Ja, einen Fächer. Oh, jetzt ahne ich, worum es geht. Und du Das ist ja wiederholst toll. Ein immer, ah, einen Fächer. Fächer, ja. Kann ich super gut gebrauchen. Gut, ich war ja noch mal auf der Leipziger Messe. Oh, ah. Und hast du mir was Hab mitgebracht? dir noch was mitgebracht, nämlich eine Nähmaschine, und da musst du jetzt so mit dem rechten Fuß treten. Das kannst du ja auch im Stehen. Oh Gott. Da musst du wieder sagen, oh, eine Nähmaschine. Oh, eine Nähmaschine. Toll. Ja. Und ich war noch mal auf der Leipziger Messe. Oh, und was hast du mir noch Schönes mitgebracht? Ein Schaukelstuhl. Ein Schaukelstuhl, das ist ja toll. Und du glaubst es nicht, ich war zum fünften Mal auf der Leipziger Messe. Das ist ja unglaublich, und ich gehe davon aus, dass du mir wieder etwas mitgebracht hast. Ein Papagei. Das war die Leipziger Messe. Hast Das du ist ja toll. eine Idee, wie man das mit einer Gruppe, also jetzt haben wir ja einfach so hin und her. Weil mit dem Weitergeben ist jetzt nicht, vielleicht kann man sagen, so drei Leute, also ne, dass einer immer fragt, ich dem gebe, und der das zu einem Dritten, und dann einfach alle zusammen mitmachen. Oder hast du noch eine andere Idee? Ich finde das gut, wenn das alle zusammen steigern. Und wenn man vielleicht wieder durchnummeriert, die TeilnehmerInnen, und dann tut vielleicht jeder was Neues dazu. Aber irgendwann hat man ja auch keine Arme mehr und keine Füße Ja, mehr, ne? jetzt noch mehr dazu, dass, also, und du Ja. meinst doch, dass jeder Einzelne das aufgreift, weil, wie gesagt, das hat ewig gedauert, das will ich Ja, eben ja, nicht ja. mehr machen. Geht wahrscheinlich nicht, ne? Ja, ich finde, also es reicht, es geht ja nur darum, dass sie mal kurz sich bewegen. Ne? Ja. Wir waren ja früher diese fünftägigen Seminare, da konnte ich auch endlose Energizer machen. Aber diese ganzen Runden, das war mir, wie gesagt, das tat mir wirklich richtig weh. Das war mir selber zu lang. Da mit 15 Leuten, ne? Bis 15 Ja. die Säge, 15, ne? Dann sind wirklich 10 Minuten rum und du bist völlig alle. Ja. Ich Also fand das jetzt schon einen so, guten. dass man das einführt und dass alle das zusammen dann machen. Es geht ja nur darum, dass sie sich bewegen und eben diese Verrückten, ne? Das sieht ja dann.
einfach urkomisch aus, ne? Und deswegen haben wir auch so gelacht, weil das völlig, ja, witzig aussah. Na, und vor allen Dingen ist es ja auch toll fürs Gehirn, weil wenn ich so mache und dann mit der anderen Hand so, dann merke ich ja schon, das ist, und da muss ich noch so machen. Fuß und dann noch schaukeln. Ich mache ja auch ganz viel so Live-Kinetik-Sachen in meinen Seminaren und das finde ich eine ganz tolle Anregung. Ja. Ja, und da 3-4 Sachen machen und dann ist gut, ne? Und die haben, also mit dem Baumarkt, was irgendwie, wir gehen heute zum Baumarkt, das konnte man dann im Stehen machen und dann hatten die, glaube ich, einen Hammer und eine Säge. Mhm. Das ist auch nicht viel einfacher, aber ich fand das gerade mit dem Fächer immer so nett. Ja, das ist toll. Das heißt, das ist eine festgelegte Reihenfolge, aber man kann ja, das ja auch improvisieren. Kannst du ja völlig improvisieren und völlig andere Sachen erfinden. Oder das ist natürlich auch noch eine schöne Variante, einfach noch Teilnehmer fragen, ob die noch eine Idee haben. Dann machen die einen Vorschlag und alle machen das mit. Es geht ja nur darum, dass die fit, wach und munter werden, sich mal kurz bewegen, lachen und dann macht man weiter. Sehr ja, schön. Prima. Haben wir ja, super. Getestet. Dankeschön. Das ja. Das ist toll. Dann bis zum nächsten Mal und wir klären dann gleich, wann das ist, weil wir wollten ja vielleicht mal einen anderen Termin ausprobieren und das schreibe ich dann auch in die Gruppe. Super. Dann stoppe ich erstmal die Aufzeichnung und wir sehen uns jetzt gleich noch. Bis dann. Schönes Wochenende an alle anderen. Tschüss. So.